Moin, moin da draußen. Hier ist mal nicht der Mandingo, sondern jemand anders. Und ja, das wollte ich mal gesagt haben. Guten Tag. Ja, hier ist nämlich der Zwiebelotter Hallo. am Start. Den kennt ihr unter dem Namen Zwiebelotter. Und er begleitet mich heute zu, na? Zu wem? Pokémon Blau und zu dem Bob. Ja, zu dem Bob, den wollen wir mal gemeinsam hier herausfordern. Wir waren ja in der letzten Runde auf der MSN und haben hier bei diesem seekranken Kapitän die VM1 gefunden und die enthält Zerschneider. Damit können wir den komischen Bus hier, den Bus abholzen. Und das bringen wir mal dem lieben E-Hack bei. Das passt sogar. Ja, hast du den eigentlich schon mal gesehen hier, E-Hack, wie der aussieht? Klar, das ist mein Kumpel. Der sieht echt schon nach Krankheit aus, muss ich sagen. So, Zerschneider. Und dann kommen wir in die Arena rein. Dann. Oha. Ich hab auch schon ein bisschen Angst. Dann zeig dem Bob mal, was du drauf hast. Ja, aber vorher müssen wir dieses komische Mülltonnen-Rätsel hier lösen. Oh. Ja, da siehst du schon die ganzen Mülltonnen. Ich hab ja jetzt schon keine Lust mehr auf den Scheiß hier. Was erzählt er mir denn? Wirf E-Hack rein. Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Der olle Bob. Man nennt ihn den blitzschnellen Arena-Leiter. Das ist doch mal ein Spitzname, oder? Das ist ja richtig kreativ. Oh ja. Er ist übrigens. Ich dachte eigentlich, Major Bob wäre sein Spitzname. Das klingt ja schon so nach einem Spitznamen, nicht wahr? Experte der alte Bob. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Ja, dafür habe ich mir ja jetzt intelligente Verstärkung geholt. Ich werde das Text sowieso nicht kennen. Oh. Und wir fangen hier, glaube ich, intelligent, das habe ich überhört. Mit dem Gegner an hier. Oh, da läuft schon das Aufrufezeichen. Das hier? Ich sehe übrigens. Ich sehe noch, wie du da mit dem Typen redest. Also. Ach so, ja, da sind wir ein bisschen im Delay, das kann sein. Das liegt an meiner Internetleitung. Ja. Sagt Unity Media, ihr seid alles Arschlöcher. Das hier ist kein Spielplatz. Merkst du was? Das merke ich. Boah, jetzt geht's los. Jetzt sehe ich sogar, dass ein Kampf beginnt. Wow. Jetzt wird's spannend. Und da ist ein Matrose. Und. Yo, die alte Matrose. Und er beginnt mit Pikachu. Der möchte kämpfen. Da. Oh, Big Mama. Ich glaube, das wird schwer. Da kontern wir doch gleich mit Big Mama. Die hat uns übrigens auch auf der MSN gute Dienste geleistet. Eigentlich hat sie den ganzen Laden alleine klar gemacht. Und dann schauen wir mal, wie das der sind mit der da. Oh. Oh. Ja, los. One Hit. Ja, das war's schon für Pikachu. Und es ist schon wieder ein neues Level erreicht. Neues Level erreicht. Hat ja keiner gesagt, dass das Spiel ja einfach ist. Level sind eigentlich die anderen da? Die sind Level 21 bis, ich glaube, das Raichu ist, glaube ich, sogar Level 28, das sich dann uns in den Weg stellt. Aber ich glaube, hier können wir auch Gapehub einsetzen. Der schafft das auch. Los, Gapehub! E-Hack wäre ein bisschen. Ja, E-Hack, wir wollen ja auch nicht die Seuche hier loslassen, ne? Sonst müssen die ganz Orania City evakuieren. Und das kann ich echt nicht verantworten. Nein! Sie müssten, weil alles evakuiert umläuft. Gapehub ist paralysiert. Was ist passiert? Gapehub ist paralysiert. Oh. Er ist paralysiert. Dann, er ist paralysiert. Gapehub. Paralysiert. Soll ich den jetzt anschielen oder den kratzen? Zerkratzt halt mal ein bisschen. Los! Der kratzt den jetzt tot. Und es hat sogar geklappt. Gapehub erhält 369 Erfahrungspunkte. Und Noodle hat gewonnen. Wahnsinn! Wow! Das war's dann mit den Matrosen. Du hast mich überrascht. Die haben übrigens alle das gleiche Tattoo. Die haben auch alle die gleiche Stimme. Ja, Popeye meldet sich zu denen. Gut, dass wir dem fiesen Matrosen hier keinen Spinat abgeliefert haben, sonst wäre das bestimmt anders ausgegangen. So, was ist das für einer? Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Oh. Die kenne ich hier, die angehenden Elektroniker. Hier, diese Rocker, guck dir den mal an. Was hat er da in der Hand? Hat er da ein Schwert oder eine Peitsche oder was? Er setzt Voltoball ein. Ah.
der Rocker. Big Mama ist jetzt ein bisschen überqualifiziert für diesen Kampf, möchte ich sagen. Und hier steht. Steck dir mal deinen Stachel hinten rein. Bam! Body Slam! Was? Der hat das überlebt! Der hat das echt überlebt! Da gibt's mittlerweile geht's sogar. Puff! Oh, totgestochen. Mit Gift. Und so. Und da kommt Magnetilo. Pack deine Videokassetten rein. Jetzt kommt Magnetilo. Hauen um! Achtung, Achtung! Was spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt Body Slam, Mega Hieb, Kratzer oder Giftstachel? Du darfst es dir aussuchen! Ich entscheide mich für den super tollen Mega Hieb. Ja! Yeah! Weil der voll mega ist. Leider kein One-Hit. Oha! Schade! Dann bin ich jetzt dran, Mann, mit Kratzer! Dann stech ihn doch noch. Stechen ist gemein! Das tut doch so weh! Ja, aber... Dann, ja, das ist einfach schön. Einfach mal hinten rein in den Stachel und dann läuft das. Aua, 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 aua. Ich glaube, das sieht man auch so gut, wie hier Big Mama solche riesigen Stacheln hier am Rücken hat. 4 Stück sehe ich gerade. Ich glaube, das sind sogar noch mehr. Jetzt kommt aber, ich habe gerade nicht gelesen, wer das ist. Sollen wir mal E-Hack einsetzen? Ja. Kommt wieder ein Voltup, weil das könnte man noch sehen. Da kann E-Hack gut was reißen, der Kleine. Steck ihn einfach an und dann ist gut. Dann... geht er gleich mal ganz schnell auf die Toilette. Kann E-Hack sowas wie husten oder sich nicht die Hände waschen nach dem Klogang? Versuch mal Zerschneider. Das lernst du, glaube ich, mit Level 8. So. Zerschneider! Oh! Das war jetzt nicht so wirklich gut. Versuchen wir mal zu kratzen. Nein, was ist das? Ultraschall! Oh Mann, E-Hack kann kratzen. Und ich glaube, das sieht nicht so gut aus für den kleinen E-Hack. Ja, ich glaube... Bald ist der Virus abgestorben. Den tauschen wir mal lieber raus, weil wo WC-Hack nicht wo E-Hack nicht hilft, da muss die WC-Ente ran. WC-Hack, ich hab's heute. Irgendwie stolper ich die ganze Zeit um meine Zunge. Ekelhaft. So. Ist jetzt nicht der super Pokémon-Typ, aber na, was machen wir denn? Heul mal. Der Angriff wird gesenkt. Und dann macht er gleich einen Volltreffer. Ich glaub, das war jetzt nicht die beste Idee. Sollen wir den mal anschielen? Ja. Alles, was schön aussieht. Gegner Voltoballs verteilen. Das Voltoball ist sowieso schon tot, er weiß es noch nicht. Ja, das passiert jetzt. Wenn wir mal unseren Schnorbel hier einsetzen. Ich mochte immer. Die Attacke ist zwar nicht effektiv, aber... Das reicht. Das kein Grund zur Sorge, das ist alles gut. Es tut immer so weh in den Ohren, wenn die... Jetzt muss ich mal dran. Ja, ich höre ja zum Glück nichts hier. Ich kann mich entspannen, zurücklehnen und dann... Ja, sei froh. Ich habe hier echt Probleme mit den Ohren gerade. Aber wir haben gerade einen Volltreffer gerissen und Voltoball wurde besiegt. Yeah, baby! Und selbst E-Hack erhält Erfahrungspunkte. Und die Krankheit erreicht ein neues Level, nämlich eine Glückszahl. Und lernt Stachelspore. Mann! Wahnsinn! Oh, oh. Und wir haben den Rocker in den Boden. Und der Rocker ist besiegt. Ein Kurzschluss. Und Nudel gewinnt $500. Okay. Wir können ja schon mal. Das ist übrigens voll angenehm jetzt hier. Ohne hier, ohne Dings, ne? Also so. Weißt schon, ne? Ohne Ton? Ich weiß gar nicht, mir fehlt gerade das Wort. Nein. Nein. Ohne Verzögerung hier. Das geht gerade voll gut. Wollte ich nur mal anmerken. Echt? Das geht gerade voll gut? Ja, dann gehen wir mal zu diesem alten Mann hier oben. Hallo! Dann kannst du ja auch vorlesen. Okay, jetzt nicht. Dann kannst du ja auch vorlesen, ha? Huh? Okay, ja, ich kann... Ja, kann ich. Aber noch sehe ich nichts. Jetzt sehe ich... Rachel Bob war mein Ausbilder. Hast du gerade echt diese Stimme gebracht? Irgendwie hat sich das total eklig angehört. Und der Gentleman mit dem Bombenkoffer möchte... Das war... So hört er sich an. Guck dir den Kerl doch mal an. Er hat auch nur ein Pokémon. Ein richtiger Gentleman. Was will der denn? Und dann so ein Pikachu hier. Los, Big Mama! Und jetzt starten wir mal wieder mit dem Body Slam. Ruckzuck-Hieb ist ja richtig gemein. Wenn es ein Volltreffer ist, erst recht. Ja. Body Slam! Aha. Das war's fürs Pikachu. Das war's wirklich. Totgeslammt. Nudel besiegt Gentleman.
Stopp! Du bist zu gut! So, dann haben wir die ganze... spontan seine Stimme geändert. Ja, ich hatte jetzt nicht die Lust, mir deine böse Stimme nochmal anzuhören, sonst kriege ich heute Nacht Albträume. Ja, nenn mich Pussy, aber ich gehe jetzt nochmal ins Pokémon Center, weil unser Gay Pub ja paralysiert ist. Und das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Dann geh ins Poké Center. Ab dafür. Wow. Würdest dir Fan-Flash, wenn Gay Pub im Kampf fallen würde? Das wäre echt belastend für mich. So. Aber Ehek. Also es wäre schön, wenn du Ehek gleich opfern würdest, ganz ehrlich. Ja, damit. Weil der Kerl geht mir auf den Sack. Ja, damit endlich diese Krankheit aus unserer Gesellschaft raus ist. So. Ja, dann und dann kannst du sagen, dass du dafür verantwortlich bist. Du hast Ehek zerstört. Ja. Oder respektive Major Bob, aber. Das ist ja egal, der zählt ja nicht. Ich meine, wer heißt schon Bob mit Namen, hallo? Eben. So, und jetzt müssen wir zusammen das Mülleimer-Spiel spielen. Ja. Was war das überhaupt nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Also bei diesen Mülleimern sind zwei Schalter drin und die müssen wir finden. Wenn wir den ersten Schalter gefunden haben, wissen wir nur, dass der zweite Schalter direkt neben dem ersten Schalter ist. Und da müssen wir dann raten. Das können wir von mir aus den ganzen Tag spielen. Zumindest ist es ein Zufallsexperiment. Hier ist nichts, bloß Abfall. Juhu. Hier ist wieder nichts. Hier ist wieder Abfall. Hier hat wieder jemand seinen Müll liegen lassen. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Wow, ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. So, Meister, sollen wir jetzt nach rechts oder hier nach unten gucken? Das ist doch ein klarer Fall, Chef. Ich sage ganz klar rechts. Weil du schon unten stehst. Nichts, hier ist nur Abfall. Hey, das Schloss wurde okay, wieder unten war vielleicht verriegelt. Ja, das ist kacke. Und hier ist wieder nur Abfall. Oh, ich hasse es. Ich hasse, das ist das Schlimmste im ganzen Pokémon-Spiel in dieser Arena. Au. Oh. Gibt's hier nicht mal einen Hebel? Hier ist wieder nur Abfall. Hab ich hier schon geguckt? Ah, Abfall. Hey, hier ist wieder ein Hebel versteckt. Ja. Drück. Mal schauen, wie lange wir dafür noch brauchen. Diesmal solltest du besser entscheiden. Warte mal, ich setz mein Shining ein. Ah! Ah, scheiße! Das Schloss wurde wieder verriegelt. Nein. Nein! Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist wieder nichts, bloß Abfall. Hier ist mal wieder Abfall. Lass mich raten, Abfall. Ja. Abfall. Super! Hier ist wieder Abfall. Warum ist der Hebel auf einmal weg? Verwandelt er sich dann in Abfall? Das macht Spaß. Das will ich als eigenes Spiel haben. Das will ich mir kaufen. Spaß. Wir haben doch gleich alle durch. Hier ist ein Hebel. Ganz oben links ist der Hebel, klar. Ich habe hier einen Hebel erwischt. Links, ja. Unten oder rechts? Sag Bescheid. Rate mal richtig. Links. Nix, hier ist wieder nur Abfall. Oh, wie lange will der Kerl eigentlich noch im Müll rumwühlen? Hier ist wieder ein das Hebel gibt's versteckt. Ja gar kein Ende hier. Wahnsinn, ich habe mit dem ersten Schlag gleich den Hebel gefunden. Und jetzt bin ich jetzt dran oder du? Du. Jetzt hier richtig entscheiden. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Meine Güte, ich will jetzt einen richtig lauten Applaus hören. Das Türen-Dingsbums hat sich geöffnet. Woo! Richtig schön. Und guck so, mal, guck dann würde ich sagen, gibt's den Bob jetzt mal einen Kragen. Der hat hier einen Mülleimer und ein Bücherregal. Ja. Und kein Patch. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon, wie in jedem Bücherregal. Hier ist wieder Abfall. Sollen wir mal mit dem reden? Das wäre eine gute Idee. Habe ich Ehek eigentlich oben? Ja, Ehek ist oben. Angriff! Hey Kleiner, was hast du hier verloren, ne? Im Kampf hast du keine große Chance, so viele sicher. Lass mich dir erzählen! Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Belektro-Pokémon gerettet. Pokémon-Feldzüge? Meinst du, die haben damit Pokémon gegen andere Pokémon Krieg geführt? Nur mit Menschen gegen Menschen, die nennen das nur so. Das kann natürlich gut sein. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nur dir bevor. Der will uns paralysieren. Mit Strom. Oh, ja, dann würde ich sagen, du verhinderst das und ich schaue mir das Ganze an. Sag mal, hast du den Film Starship Troopers gesehen?
Dieser Blonde da, der sieht genauso aus wie er. Und da kommt schon Voltoball. Los, Major Bob. Los, Ehek. So. Das ist jetzt mal eine schöne Prüfung für unseren kleinen Ehek. Der kann und ja ich verwette mal meinen Arsch darauf, dass der jetzt stirbt. Egal, er fängt an mit Stachelspore. Der schafft das. Der schafft das. Gegner Voltoball wurde paralysiert. Der hat jetzt richtig fett Bierschiss, der Arme. Und dann können wir anfangen mit Zerschneider. Das ist nicht so gut. Ja, sieht doch gut aus. sieht doch sehr gut aus. Was, X-Tempo? Dobt er seine Viecher hier gerade? Ja. Von der Parallele merke ich aber auch nichts. Kommst du gar nicht mehr hinterher. Quatsch, Ehek schafft das. Oh, nee. Das war's jetzt. Ende aus, Mickey Maus. Tschüss, Ehek. Oh. Damit ist die Krankheit aus Deutschland vertrieben worden. So, womit fangen wir jetzt weiter an? Nicht unbedingt. Das Voltoball hat jetzt Ehek. Ja, dann müssen wir das schnell in den Boden stampfen. Fangen wir mit Gay Pub oder mit Big Mama an? Was wäre wohl besser? Natürlich mit dem Herrn Pub. Big Mama wäre mir auch ein bisschen zu einfach. Jetzt will ich einmal mal wissen, was hier Raserei wirklich kann. Das haben wir ja bei den letzten Parts mal gesehen, aber irgendwie fehlte da was. Ab jetzt ist nur noch automatisch. Dauert immer viel zu lang, bis du da was ziehst. Gay Pub verfällt in Raserei. Gay Pubs Angriff nimmt zu. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass der Sprite von dem der hässlichste aus dem ganzen Spiel ist, also wenn man den selbst spielt gerade. Ja. Vom Gay Pub. Das stimmt. Der ist wirklich hässlich. Allein mit diesem komischen Zipfel, der da auf dem Kopf hat. Sieht gar nicht so aus, wie das Vieh eigentlich aussehen sollte. Nee, da hast du allerdings recht. Gay Pub erhält 463 Erfahrungspunkte, wow. Und da kommt Pikachu. Meinst du, Gay Pub schafft auch Pikachu? Ja. Solange er rides, schafft das alles gut. Ach, Gay Pub. Volltreffer auch noch. Die Attacke von das Vieh lacht immer noch. Fehl. Das hat jetzt aber nichts mehr zu lachen, wenn Gay Pub mal in Raserei verfällt. Der wird jetzt richtig wild. Das ist der. Der läuft warm. Jo, das war's. Aber einen hat er noch. Einen hat er noch. Jetzt kommt nämlich Raichu. Jetzt kommt Raichu. Und das lassen wir. Sollen wir da mal. Jetzt machen wir mal Kampf der Giganten hier. Los! Big Mama! Boah! Das ist doch keine Herausforderung für Big Mama. Doch, das ist eine Herausforderung. Mein Telefon klingelt. Dann geh ran, ich bin hier sowieso gleich fertig. Es hat keine Wirkung auf Big Mama. Los, Body Slam! Und Gegner Raichu wurde auch noch paralysiert. Wow! Hast du das so lange angeguckt? Siehst du, das Raichu ist schon so gut, wie ich Pferde muss. Das ist jetzt weg. Ich hab's so lange ignoriert, bis es aufhört. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und Raichu wird besiegt. Mann, war ja. Das einfach. Und Big Mama erreicht noch ein neues Level. Er lacht sogar, als er hört. Meine Güte. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Und Major Bob. Der olle Bob wird auch umgebracht. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kleine. Sie erzeugt nun den Donnerohren. Blablabla. Der Donnerohren erhört die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit fliegen. Das konnten sie vorher nicht. Du bist ein richtiger Junge. Nimm das hier. TM24 haben wir jetzt erhalten. Also so gesehen eine CD. Klatschst du da gerade schon wieder? Ja, ich applaudiere dir. Ich finde es genial, dass du Major Bob besiegst. Wuhu, er war ja auch jetzt so ein starker Mann. Elektro-Pokémon können das erlernen. Und ja, Major Bob ist damit weg. Den haben wir kaputt gehauen. Ganz einfach in den Boden gestampft. Ist klar, dass er vorher mit seinem Pokémon an einem Feldzug teilgenommen hat. Ja. Den hast du gerade erledigt, als kleiner Junge. Ja, ich meine, dieser Pokémon-Hauptcharakter, guck ihn dir mal an. Der ist ja auch nicht älter als 10 Jahre. Das ist Ludel. Allein als alter Feldwebel von jemandem kaputt gehauen zu werden, der Nudel heißt. Das wird mich ja auch schon ein bisschen ärgern. So, dann schleichen wir uns mal wieder ins Pokémon Center.
Und Heilmauer durch. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ach ja. So Leute, wir haben Major Bob umgebracht. Kaputt gehauen, weggeschmissen, er ist tot. Pokémon-Feldzüge sind vorbei. Und ja, ich sag jetzt an dieser Stelle einmal Danke an den lieben Herrn Marder. Nein, Otter natürlich. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ich bekomme dafür ja auch einen Reifen. Ja, ich spendiere dir regelmäßig Einsatzbreitbandreifen. Genau. Danke, dass du hier gewesen bist und ich sag tschüss. Bis dann. Bye, bye.